Spider-Man, hier drüben. Hey, Stevie, sieh dir das an. Stimmt das nicht? Oh, doch, doch. Ich wollte nur Danke sagen, dass du meine Tochter vor den Dieben gerettet hast. Wann genau war das? Gerade eben. Du hast so viel zu tun, dass du die Übersicht verlierst, was? Beim Theater, 126. und Paul. Sie hat mich gerade angerufen. Stimmt. Sorry, gerne doch. Schön, dass es ihrer Tochter gut geht. Okay, da war ich definitiv nicht. Ich sollte mal nachsehen, was da los ist. Da ist das Theater, samt Tatort. Mal rausfinden, was da passiert ist. Noch am Leben. Also war es kein tödlicher Beschützer. Immerhin etwas. Tut mir leid, ich war zu spät. Danke, dass du sie beschützt hast, Spider-Man. Schon wieder da? Wolltest du denn nicht nach dem Brand sehen? Stimmt, bin unterwegs. Wo lang gleich nochmal? Letztes Mal bist du da lang, nach Süden. Danke, hab mich etwas verlaufen. Jemand macht mich nach. Vielleicht wieder Chameleon. Ich muss eine Spur finden. Riecht tatsächlich, als hätte es da hinten gebrannt. Da ist der Brandschaden. Wurde wohl schnell wieder gelöscht. Er hat die Feuerleiter genutzt. Meine Netze hat er wohl nicht drauf. Hey, Spidey, was hast du mit dem Feuerlöscher gemacht? Ein Feuerlöscher, hä? Wo hat er den gelassen? Er hat einen Feuerlöscher benutzt. Was für ein Mittel enthält der? ADP. Standard und leicht nachzuverfolgen. Er hat Löschmittel an sich. Wenn ich meine Linsen auf die chemische Signatur abstimme, führt mich das direkt zu Spidey 2.0. Du bist ein Fußgänger. Ich glaube, alle sind in Sicherheit. Gut gemacht, Spider-Man. Der da sieht aus wie nach einem Kampf. Vielleicht weiß er was. Lass mich in Ruhe! Habt ihr schon alles gesagt? Der Deal steigt auf dem Dach. Ehrlich! Okay, bleib einfach sauber, ja? Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Das gibt eine Narbe. Mein Doppelgänger hat's echt drauf. Ich gebe auf! Das ist er. Die Leute mögen ihn wohl. Ich meine mich. Das ist echt schräg. Gern doch, werte Bürger. Entschuldigt mich, da ist jemand in Not. Okay, so rede ich nicht. So redet überhaupt niemand. Lasst ihn gehen. Ja, klar. Für deinen Kopf bekommen wir sogar noch mehr von Mr. Fisk. Wow, hey Jungs! Ich bin nicht der echte Spidey. Nee, bist du nicht mehr. Zeit für Chancengleichheit. Wusste ich's doch, dass es mehr als einen gibt. Tötet beide! Ich schaffe das, geh! Ich soll die Chance verpassen, dem echten Spidey zu helfen? Niemals! Du kannst kämpfen! Schwarze Gürtel! Lehrer am Shikara Dojo. Ich wollte helfen, die Legende verbreiten und so. Wenn du wie ich aussiehst, erbst du meine Feinde. Und ich hab viele Feinde. Achtung, da kommen mehr. Ich nehm die mit den Knarren, du den Rest.
Wenn du der Gemeinschaft helfen willst, hier in der Nähe ist ein Feast-Center. Die Leute dort könnten Selbstverteidigungskurse brauchen. Gute Idee. Langsam erkenne ich auch den Nachteil dieses Anzugs. Sind das Raketenwerfer? Hau ab! Ich erledige sie! Eindeutig eine gute Idee. Mann, echt krass! Wie hast du das geschafft? Mit vielen Beulen. Hey, dein Herz ist am rechten Fleck. Aber wenn du so weitermachst, gehst du drauf. Ja, ist mir jetzt klar. Keine Sorge, ich hänge den Anzug an den Nagel. Nie mehr Spider-Man. Gute Idee. Außerdem braucht man kein Kostüm, um etwas zu ändern. Hey, echt guter Spruch. Den merke ich mir. Okay, es scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Peter Parker könnte mal wieder Zeit im Labor verbringen.